Derzeit und wahrscheinlich auch in Zukunft ist alles eher unlustig. Um genau zu sein, absolut nicht witzig. Ich frage mich allerdings, wozu gibt es dann eigentlich sowas wie Galgenhumor? Humor als Ventil nimmt zumindest kurzfristig den Druck raus und eröffnet im Bestfall neue Perspektiven. Eine Fee erscheint einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Mann. Whatever it means. Die Fee klassisch sagt zu ihm, du hast 3 Wünsche frei. Er überlegt und überlegt, kommt schließlich zum Schluss, ich wünsche mir eine Flasche Bier, die niemals leer wird. Zack, hat er die Flasche in der Hand, nimmt einen tiefen Schluck, setzt sie ab, Flasche wieder voll, nimmt noch einen Schluck, Flasche wieder voll, so geht es dahin. Die Fee wird langsam unruhig, sie wartet auf die weiteren 2 Wünsche, gibt ihm ein entsprechendes Signal, der Mann daraufhin, gib mir noch 2 von denen. Wie wollen wir diesen Witz interpretieren? Eine Metapher auf den Kapitalismus, auf Verbraucherinnen, die wie gestörte Kinder alles in sich hineinschütten, um ihr inneres Loch zu stopfen, das sie niemals dicht bekommen werden? Wie würdet ihr diesen Witz interpretieren? Ich bin jetzt mal die gute Fee des Open Mic, des Community Outreach, des Belvedere 21. Die offene Bühne am diesjährigen Sommerfest des Belvedere 21. Ihr habt 2 Möglichkeiten. Möglichkeiten, keine Wünsche. Möglichkeiten sind das, wo es darauf ankommt, was ihr daraus macht. Denn ich bin die strenge Fee der Selbstoptimierung. Ich weiß, die habt ihr euch anders vorgestellt, aber Gottes Wege sind unergründlich. Möglichkeit Nummer 1. Nützt die Bühne, wie ihr wollt. Sagt, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Zeigt, was ihr wollt. Yay! Möglichkeit Nummer 2. Die Witzinterpretation. Bringt mir einen Witz auf die Bühne des Open Mic und erklärt diesen Witz bzw. interpretiert ihn. Viele von euch werden jetzt sagen, Witze erklären finde ich hochgradig unwitzig. Aber genau da liegt der Witz. Und keine Angst vor dem schlechten Witz. We are in this together. And this time with Verena Dengler.